Ja, meine Damen und Herren, ich möchte darauf hinweisen, dass das Programm einen Vorlauf hatte, dass ein demokratischer Dialog vorangegangen ist und dass es auch Diskussionen gab. Es ist selbstverständlich, dass ein solches Programm nicht so entstehen kann, dass einer etwas aufschreibt und alle stimmen zu. Wir haben also an diesem Programm viele mitgewirkt, das möchte ich vorausschicken. Es ist also eine Gemeinschaftsarbeit und mit Sicherheit wird es auch noch auf dem Parteitag die ein oder andere Änderung erfahren, wie das bei demokratischen Parteien üblich ist. Auf jeden Fall war hier gestern im Vorstand ein breiter Konsens, als es um die Endabstimmung ging. Ich glaube, drei haben sich am Schluss noch enthalten, aber ansonsten gab es eine große Zustimmung. Nun, das Programm ist eine Antwort auf die gegenwärtige gesellschaftliche Situation. Ich sage bewusst nicht auf die gegenwärtige Finanzkrise, weil wir ja umfassender eine Antwort versuchen. Und natürlich beginnen wir eben mit den Fragestellungen, die die Finanzkrise mit sich bringt, die ein Teil der gegenwärtigen Entwicklung ist. Und wir weisen darauf hin, dass wir einen Katalog vorgelegt haben und den jetzt wiederum vorlegen, der mehr oder weniger inkonsequent von den mit uns konkurrierenden Parteien später übernommen worden ist oder teilweise übernommen worden ist. Aber wir möchten an dieser Stelle doch, und ich benutze an dieser Form auch einmal die Ich-Form, die Urheberschaft für diese Vorschläge in Anspruch nehmen, denn die Regulierung der Finanzmärkte ist also von vielen Parteien überhaupt nicht vertreten worden. Vielmehr sind sie Verursacher der gegenwärtigen Krisenentwicklung, denn alle mit uns konkurrierenden Parteien sind verantwortlich, beispielsweise für Geschäfte außerhalb der Bilanz, beispielsweise für Geschäfte mit Hedgefonds, beispielsweise für die Gründung sogenannter Zweckgesellschaften, beispielsweise für die Zulassung von Geschäften mit Steueroasen. Und ich weise hier noch einmal darauf hin, obwohl das überhaupt nirgendwo bisher aufgetaucht ist, dass auch der Europavertrag weiterhin ausschließt, den Kapitalverkehr zu regulieren, also Geschäfte mit Steueroasen zu untersagen, was ihn also als absolut unzeitgemäß erscheinen lässt. Unsere Antworten sind erstens mal auf internationaler Ebene Regulierung des Kapitalverkehrs, zweitens Stabilisierung der Wechselkurse und drittens Austrocknen der Steueroase. Sie wissen, dass das die drei Kernforderungen sind, um überhaupt die internationalen Finanzmärkte einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und diese drei Kernforderungen werden bisher von den anderen mit uns konkurrierenden Parteien nicht oder sehr halbherzig aufgegriffen. Alle Debatten im Bundestag zeigen, dass diese Forderungen mehr oder weniger nur von uns vertreten werden. Ich will an dieser Stelle auch noch darauf hinweisen, dass das Programm natürlich nicht alle Punkte aufgreift, die in der Diskussion sind. Wir hätten beispielsweise noch über die internationale Währung diskutieren können und den Vorschlag der Sonderziehungsrechte als Ersatz für den Dollar. Eine Diskussion, die wir in der Partei nicht zu Ende geführt haben, aber sie ist in der Partei begonnen worden. Also statt einer Leitwährung, die sich Dollar nennt, eine Leitwährung, die eben schon seit vielen Jahren in der Fachwelt diskutiert wird und auf internationaler Basis fußt. Und das Zweite, was ich nur erwähnen möchte, ist, dass wir Europa-Anleihen befürworten, also Euro-Bonds, das steht auch nicht im Programm. Wir wollten das Programm nicht überfrachten, aber wir weisen auf den internationalen Politikansatz hin durch diese fünf Forderungen. Drei davon finden sich im Programm. Was die Geschäfte innerhalb der Bundesrepublik angeht, plädieren wir eben im Gegensatz zu der Konkurrenz für den direkten Verbot von Hedgefonds, von Zweckgesellschaften, für den Handel mit Giftpapieren. Und an dieser Stelle rechtfertigt sich dann unser Ansatz, die Geschäftsbanken unter öffentliche Kontrolle zu stellen, zu vergesellschaften. Denn diese Lösung, die ja von Schweden in einem ähnlich gelagerten Fall ergriffen wurde, ist die einzige sichere Garantie, die Finanzkrise kurzfristig zu minimalen Kosten zu bewältigen und in den Griff zu bekommen. Die einzige. Warum? Würde man beispielsweise die Geschäftsbanken verstaatlichen, die HAE ist ein klassisches Beispiel, hätte man die billigsten Zinskonditionen zur Refinanzierung. Das ist unwiderlegbar. Es ist bedauerlich, dass die Koalition den teuersten Weg geht. Zweitens würde man die privaten Geschäftsbanken wie die Commerzbank staatlich übernehmen, dann hätte man die sicherste Gewähr, dass keine Giftpapiere mehr gekauft werden, die derzeit immer noch gekauft werden, um darauf hinzuweisen. Man hätte die sicherste Gewähr, dass keine kriminellen Geschäfte mit Steueroasen gemacht werden, die derzeit immer noch gemacht werden, unter der Protektion der Bundesregierung, wenn man so will. Und man hätte die sicherste Gewähr, dass eben keine Geschäfte mehr außerhalb der Bilanz getätigt werden. Was nützen die ganzen Forderungen nach Transparenz?
wenn man nicht hingeht und Geschäfte außerhalb der Bilanz zukünftig untersagt. So viel also einmal zu diesem Sektor. Es wäre noch vieles dazu zu sagen. Wir sind hier eben weit vor der Konkurrenz. Ich will das nur einmal deutlich sagen, verweise nur einmal auf die Frage von Eurobonds oder von Sonderziehungsrechten, damit Sie das vielleicht auch noch dann in der Sache unterlegen können. Zweiter Punkt ist die direkte ökonomische Antwort jetzt auf die Krise auf den Gütermärkten. Wir befürworten hier ein ähnliches Vorgehen als einzige Partei in der Größenordnung wie die Vereinigten Staaten, auf das Sozialprodukt bezogen, wie Japan oder auch wie China, um also die drei größten Industriestaaten zu nennen. Wir sind der viertgrößte Industriestaat und leisten uns den Luxus, auf die gegenwärtige Krise völlig unzureichend zu antworten, was an diesem Wochenende von verschiedenen Stimmen, internationalen Stimmen wieder kritisiert worden ist. Wir wollen ein, wenn Sie so wollen, ein öffentliches Investitionsprogramm pro Jahr in der Größenordnung von 100 Milliarden. Dies wird oft von dem einen oder anderen als nicht finanzierbar dargestellt. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken eingeräumt hat, dass die Entstaatlichung dazu geführt hat, dass wir genau in dieser Größenordnung die Staatsausgaben prozentual am Bruttosozialprodukt verringert haben. Das heißt, wir fordern im Grunde genommen mit diesem Programm nichts anderes als die Wiederherstellung des Anteils der öffentlichen Ausgaben an den Staatsausgaben aus dem Jahre 2000. Also von wegen Unfinanzierbarkeit oder so. Die Behauptung, es wäre jetzt nicht möglich, einen Anteil der öffentlichen Ausgaben wie im Jahre 2000 zu finanzieren, ist absurd und fällt also auf den zurück, der eine solche Behauptung aufstellt. Aber bitte, Behauptungen sind natürlich beliebig aufstellbar. Wir haben dann einen Sonderfonds vorgeschlagen, in der Größenordnung von 100 Milliarden, der natürlich über den Unternehmen zum ökologischen Umbau und zur industriepolitischen Neuorientierung zur Verfügung steht. Das ist aber eine andere Zahl. Ich wollte sie nur erwähnen. Zu der Steuerfrage, die ja jetzt im Zentrum der Diskussion steht. Die Linke ist die einzige Partei, die Steuersenkungen und Steuererhöhungen fordert, und zwar konsequent. Bei Steuersenkungen haben die anderen Parteien mittlerweile unsere Vorschläge übernommen. Es geht um einen höheren Grundfreibetrag. Sie haben allerdings alle im Bundestag ihn abgelehnt. Es geht um linearen Tarif. Sie haben ihn alle im Bundestag abgelehnt. Und es geht um die Beseitigung der kalten Progression. Sie haben alle die kalte Progression abgelehnt. Das ist völlig unglaubwürdig. Es ist völlig unglaubwürdig, dass Parteien, die als die öffentlichen Finanzen noch viel rosiger aussahen als jetzt, die haben alles abgelehnt, was wir vorgeschlagen haben, dass sie jetzt, wo gewaltige Finanzlöcher sich auftürmen, sagen, sie wollten jetzt diese Steuerermäßigung durchführen. Das ist die Realität. Bei der Steuersenkung, die wir vorschlagen, erwähne ich noch die Abschreibung, die Verbesserung der Abschreibungsbedingungen, die wir frühzeitig im Deutschen Bundestag eingebracht haben, da wir das Motto verfolgen, der investierende Unternehmer soll belohnt werden, der spekulierende Unternehmer soll eher mit steuerlichen Aufschlägen gehindert werden an der Spekulation. Zur Steuererhöhung im Einkommensteuertarif schlagen wir einen Spitzensteuersatz von 53% vor. Dieser würde aber erst nach unserem Modell, wir haben ihn durchgezogen, bei Bruttolöhnen von 84.000 greifen. Das heißt also, ein größerer Teil der Steuerzahler würde bei diesem Tarif entlastet werden, insbesondere Facharbeiter und Kleinbetriebe. Ich weise darauf hin, Näheres ist zu fragen, wenn da das Interesse besteht. Wir wollen eine andere Vermögensbesteuerung. Wir haben da die Millionärsteuer auf große Vermögen zu 5% vorgeschlagen. Zur Begründung weise ich darauf hin, dass wir unwiderlegbar, wiederhole ich das gebetsmühlenartig, eine Mehreinnahme von 90 Milliarden pro Jahr hätten. Hier sind wir die einzige Partei, die solche Zahlen angibt, wenn wir die Vermögensbesteuerung wie Großbritannien in Deutschland einführen würden. Man kann Großbritannien als kommunistisch unterwandertes Land bezeichnen. Man kann sagen, Großbritannien sei völlig töricht in seiner Besteuerung. Aber man kann einfach Zahlen nicht ignorieren, die wir unermüdlich und immer wieder vorschlagen. Wir freuen uns, dass andere Parteien unseren Vorschlag der Börsenumsatzsteuer übernommen haben. Mittlerweile auch die CSU, ist vielleicht noch nicht so bekannt, das ist meinen Kolleginnen und Kollegen, ich will das nur andeuten, öffnet sich der Börsenumsatzsteuer. Allerdings sind die SPD-Vorschläge völlig untauglich und unglaubwürdig. Wer bei einem Börsenumsatz von 7 Billionen mit Einnahmen von 3 Milliarden rechnet,
Der muss irgendwie zunächst mal seine Rechnung vorlegen. Bei 7 Billionen Börsenumsatz, die Zahlen des letzten Jahres, würde eine Steuerbesteuerung von 1%, die Banken nehmen oft 0,5%, nur zur Information, würde also insgesamt 70 Milliarden Mehreinnahmen bedeuten. Wenn Sie das mit der Vermögenssteuer saldieren und noch dem höheren Einkommensteuersatz, dann werden Sie also einräumen müssen, dass wir auf dieser Seite ein auf jeden Fall seriöses Konzept vorlegen als die Konkurrenz. So viel vielleicht von meiner Seite. Ich möchte einen Ansatz noch vortragen. Das ist der Ansatz, dass wir eben glauben, dass wir in der jetzigen Situation eine stärkere Belegschaftsbeteiligung zur Grundlage eben unserer wirtschaftlichen Ordnung machen müssen. Diese Belegschaftsbeteiligung ist auch deshalb die richtige Antwort auf die Krise, weil die Belegschaft, wenn sie falsch investiert, ihre eigene Existenz verspielt. Wenn Sie also den Fall Schaeffler oder auch den tragischen Fall Merkel nehmen, dann ist davon auszugehen, dass wenn die Belegschaften beteiligt gewesen wären an diesen Entscheidungen, dass dann nicht in diesem Umfang die Gesamtexistenz des Unternehmens aufs Spiel gesetzt worden wäre. Deshalb fordern wir die Belegschaftsbeteiligung, die sich ja auch aus einer gerechteren Eigentumsordnung, wie das Grundgesetz sie vorsieht, zwingend ergibt. Und diese Belegschaftsbeteiligung ist zu ergänzen darum, dass wir eben eine dezentralere Wirtschaftsstruktur ansteuern, im weitesten Sinne des Wortes. Und das möchte ich dann im Hinblick auf den Parteitag letzte Woche, am Wochenende sagen, eine grüne Wirtschaft braucht zumindest eine grüne Eigentumsordnung. Für die grüne Eigentumsordnung steht die Partei Die Linke. Das beginnt bei der dezentralen Energieversorgung oder Rekommunalisierung der Energieversorgung. Wenn man die Energieversorgung nicht dezentral macht und rekommunalisiert, um die technologischen Voraussetzungen für Energieeinspeisung von Kleinkraftwerken zu schaffen, dann ist es also ein wünschenswertes Ziel, dass man eine grüne Wirtschaftsordnung hat, aber man muss auf der Eigentumsseite eine andere Machtstrukturen aufbauen, sonst wird man in keinem Fall eine grüne Wirtschaftsordnung erreichen können. So viel vielleicht mal von meiner Seite.